Link, was war mit deinem Gesicht nicht in Ordnung? So viel zum Thema. Ich gehe mal eben den Turm hoch. Konnte ich denn wissen, dass diese Scheißwächter auch hier sind? Ich dachte, hier auf diesem Turm wäre Lu. Machte doch mein Lu. Bin ich da jetzt mal? Jetzt habe ich auch zwei an der Backe. Schnauze. Lassen wir ihn sich mal kurz beruhigen. Der hat gerade seine 5 Minuten. Ich will doch nur diesen verkackten Turm hoch. So, gehst du jetzt mal pennen? Ist mal Ruhe angesagt. Meine Fresse. Hallo. Diese Dinger, ne? Ich hasse sie. Ich habe sowas in noch keinem anderen Zelda erlebt, aber ich hasse sie auf Blut. Nicht mal das. Ich hasse sie mit Haut und Haaren, mit jeder Niere, die ich habe, mit einfach allem. Man sollte mal, es wäre mal hoch genug, aber nö. Wahrscheinlich kommt der gleich an hier hochgeflogen auch noch. Wahrscheinlich wartet oben noch einer. So. Dann wir weiter auf die Seite, das heißt, er sieht uns gleich wieder. Leute, das ist aber jetzt nicht cool. So, jetzt ist hier Ruhe. Ach Gott, wenn ich bedenke, ich will das ganze Teil gleich noch wieder runter. Und ich denke mir so, ja, ich selbst mich dann hier hoch, da sehen die Dinger mich nicht. Aber nein, die haben ja wahrscheinlich Infrarot-Wärmesichtkamera 3 plus 0. Shikar-Schein erkannt. Shikar-Turm wird aktiviert. Der hat die Übertragung beginnt. Tada! Hallöchen. So, der Ton ist aktiviert. Glaube, das ist hier schon zu nah. Rein theoretisch könnte es das hier sein. Und das hat einen Wald.
Das sieht nur viel, das könnte vielleicht täuschen. Das ist so weit, das ist, auf der Karte sieht es relativ nah vom Schloss aus, aber ich kann mir vorstellen, dass das der Ort ist. Jetzt ernsthaft? Jetzt ernsthaft? Jetzt ernsthaft? Was höre ich denn jetzt schon wieder? Kommt sie denn da? Ja, hier ist es doof, ne? Komm, wir verziehen uns. Musst du überhaupt versprechen, vorsichtig zu sein? Hier ist alles sehr gefährlich für uns. Kommen wir in den Ort? Oh, wir rennen in die falsche Richtung, oder? Ja, das ist gut da. Ich wollte gerade sagen, wir kommen ein bisschen zu nah, oder? Was könnte von der Entfernung hinkommen? Ich finde, durch die Steinsäulen, da sieht das viel näher dran aus. Aber die sind wahrscheinlich um die ganze, um die Burgstadt doch drumherum. Da ist es schon. Ah, Füchse. Also hier auf den großen Wiesen ist es richtig friedlich. Keine Treppenstufen. Ja, feines Fettchen, das kannst du natürlich. Ein alter Festplatz. Dann erinnern wir uns mal. Held von Hyrule, vom heiligen Bannschwert erkoren. Du hast unerschütterlichen Mut und vollendete Schwertkunst unter Beweis gestellt. Ich segne dich im Namen der Göttin Hylia. Ob du durch die Lüfte fliegst, durch die Zeiten wandelst oder in die Schatten eintauchst, das Schwert ist immer ein Teil deiner Seele, o Held. Du und das Bannschwert, ihr möget von Kraft, von Mut und von Weisheit erfüllt sein. O Bannschwert, das unvorstellbare Zeiten überdauert. Mann, oh Mann, geht's noch dramatischer? In der Hand des Helden. Was redest du da?
Der edle Ritter ist jetzt ihr Leibwächter. Diese alte Zeremonie dafür nachzuäffen war doch deine eigene Glanzidee. Der hält die Meere überquert oder eine Verbindung mit der Vergangenheit ein. Naja, meine Meinung zu dem Burschen kennt ihr. Und die Prinzessin sieht auch nicht gerade begeistert aus, oder? Bei ihr ist es kein Wunder. Er hat sein Schicksal erfüllt, sie dagegen konnte es nie. Tja, er erinnert sie stets an ihr Scheitern. Hat er denn da auf dem Rücken? Super, noch 11 weitere Orte. Juhey. So, das haben wir erledigt. Gibt es hier noch eins mit dem Schloss im Hintergrund? Naja, das Schloss ist wirklich ein guter Orientierungspunkt. Ein einzelner Baum. Das ist doch eigentlich auch nicht so weit entfernt vom Schloss sein. Ein einzelner Baum. Also einen einzelnen Baum zu finden, ist echt so eine kleine Heldentat. Es gibt viele Bäume. Ich glaube, hier wäre ja keine Straße. Wir suchen nach einer Wiese voller Gänseblümchen. Sind Gänseblümchen hier auf der Karte eingezeichnet? Gibt es zufällig irgendwie die Gänseblümchenhügel oder so? Oder... Blumenwiesen, das klingt doch gut. Gibt's hier einen Baum? Naja, ich würde hier jetzt nicht gerade... Könnte auch zu weit weg sein. Also es muss auf jeden Fall in dem Gebiet hier sein. Also gut. Alter, wie die gespawnt sind, das war echt unfair. Bitteschön! Du stehst in der Luft. Hört das so? Suchen eine Wiese mit Gänseblümchen drauf. Ich habe eine Wiese mit Gänseblümchen gefunden. Gibt es hier irgendwo einen einzelnen Baum? Die Wiese ist, glaube ich, nicht groß genug, um als Gänseblümchen-Wiese durchzugehen. Und ich glaube nicht, dass ich so etwas wie eine Wiese voller Gänseblümchen von einem Ausguck aus sehe. Hier, zwar ein Hügel. Das ist ein bisschen weiter weg vom Schloss. Kein Weg zu sehen. Was ist das? Hm.
Wie hoch war das Tal? Ziemlich hoch. Dahinter geht's auf jeden Fall bergab. Da sind auch Blumen. Ich kann hier wie man das Schloss nicht. Man hat das Schloss gesehen. Das ist das Plateau, oder? Nein. Könnte es sich um dieses bezaubernde Stück Land da vorne handeln? Sehe keine Gänseblümchen. Es könnte auch dahinter am Schloss sein. Da steht zumindest ein Baum. Gibt's denn nichts Einfaches zu... Also was mit dem... Mit dem Schloss, da war schon relativ einfach, aber sie den einzelnen Hügel zu finden. Ich meine den Hügel mit dem einzelnen Baum und den Gänseblümchen. Wobei das mit den Gänseblümchen auch eine Frage zur Zeit ist. Frag ich jetzt immerhin, wurde das Foto vor 100 Jahren aufgenommen? Und wer weiß, ob da nach 100 Jahren überhaupt noch Gänseblümchen sind. Hier könnte ein Parkhaus stehen. Na, kommst du da runter und wer willst du tun? Natürlich noch mal. Nein, das Einzige, was wir an sich wissen, ist, dass es in der Nähe vom Schloss ist. Könnte natürlich auch Richtung Hochland fahren. Kann natürlich auch der einzelne Baum hier oben sein. Hier sind Blumen. Hier sind Blumen. Du hast besser zu laufen, ihr Mädel! Hier wollen wir nicht hin. Wehe, du Scheiß! Das war knapp. Und seit zwei von diesen Viechern gejagt. Ja, auf dem Pferd kann man den recht relativ gut ausweichen, wenn man eine freie Fläche hat. Aber zu Fuß kann man knicken.
wünschte, man könnte das Fangwas aktivieren, während man reitet. Das wäre cool. Aber nein, das geht ja nicht. Also rein theoretisch könnte ich jetzt hier zu jedem Baum stehen, der hier einzeln steht. So 12 Dinger, ne? Also wäre es wahrscheinlich, dass das Teil hier wahrscheinlich nicht mal mehr im gleichen Gebiet ist. Würde ich, also so will ich das zumindest machen. Ich würde in jedem Gebiet eine Erinnerung hinlegen. Also gehen wir mal ins nächste Gebiet. Und da ist auch ein Türmchen, das wir aktivieren können. Das wir auch noch nicht anbezahlt haben. Das ist gut. Kann ich hier schon ein bisschen eher hoch? Wenn ich recht im Sinne war doch hier auf dem Hügel einer. Ich hab Schiss, dass der uns sieht, wenn wir den Weg reiten. Ein bisschen querfällt einfach, wenn jemand nicht schade. Ist in Links Abwesenheit ja richtig zum mechanischen Warlord geworden. Das sieht irgendwie voll gruselig aus. Noch ein Schrein bei mir. Ja, wundert mich nicht. Noch genug. Schreine in der Nähe. Der Kiva Zetterschrein. Bla, zum Beispiel ich mal, jetzt habe ich schon so oft jetzt gesehen. Hinein! Den Kugeln hinterher. Das klingt nicht gut. Ach, das ist scheiße. Wie kriege ich die Kugel da runter? Wird nicht magnetisch sein, die sind nie magnetisch. Nein, das macht auch wenig Sinn. Ohne eine Kugel kann ich hier nicht viel machen. Moin. Also ich brauche irgendeinen Gegenstand, um den Schalter zu aktivieren, egal welchen. Ich nehme alles. Alles, was schwer genug ist. Und das nehme ich gerne.
Baby Kuchen muss. Ach du Scheiße.